schöner. Yes. Jo Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mafia Definitive Edition. Beziehungsweise Mafia 1. Ja Freunde, wir sind jetzt mittlerweile so langsam beim Herrn Silhiri angekommen. Müssen jetzt den nächsten Auftrag durchführen. Ich muss sagen, ich bin sehr ein Fan davon, von so historischen Sachen, so die heute sehr viel wert wahrscheinlich sind. Hier diese Restaurantbänke und Tische, aber auch viele andere Sachen, die wir ja schon zusammen gesehen haben. Und da hat mein Stuhl mal wieder gequietscht. Und da würde ich sagen, machen wir an der Stelle weiter. Musst du irgendwo hin, oder? Und ja, ich muss weg. Ich muss einen Auftrag machen für Mr. Salieri. Sieh dir diese halbe Portion an. Aber hier ist so ein Spickzettel. Waste Day. Ah, die Zeit brauchen wir jetzt nicht zu lesen. Mit euch unterwegs. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen so rum. Ich kümmere mich um. Schauen mal hier, was abgeht. Vielleicht finden wir was, vielleicht nicht. Was haben wir hier? Die Küche. Was für eine Nacht. Für dich vielleicht. Was haben wir hier? Eher nicht. Alte, gute alte Küche. 5, 6. Buonasera, Tommy. Buonasera. Das sind dann 5, 6 zusätzlich zu dir. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist. Und weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Karl hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Weil wisst ihr, was ich für eine Vermutung habe? Dass hier dieser Ralph oder Ralf vielleicht nur so tut und vielleicht in der Folge, vielleicht während des Spiels oder kurz vor Ende des Spiels ein falscher Fuffi ist oder auch so einer, ein Gangster ist, der aber nur im Stillen gerade ist. Weißt du? So, das sind unsere Karren oder was? Achso, das ist unser Taxi. Das sind die Autos von der Garage, ne? Okay. Ich würde sagen, wir fahren damit. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Was sagt die Leistung? 247 PS. Das ist schon deutlich. 209 km/h. Guck dir das an. 74 km/h. Da bist du. Kommst ja gar nicht von der Strecke. Okay, das sind 111 km/h. Fühlt sich gar nicht so an, aber keine Ahnung. Wir nehmen mal unser Cabrio. Und ja. Schon ein bisschen schneller, ne? So, Musik will ich auch nicht hören. Immer die falsche Taste. Keine Lust. Ja, Freunde, bis jetzt schon nice das ganze Geschehen, die ganzen Parts, die wir jetzt machen mussten. Finde ich schon gut so. Von der Rolle jetzt her. Auch ein italienisches Feeling, muss ich klar sagen, halt diese Mafia-Struktur kommt ja ursprünglich von da. Und ich liebe diese Dokus von früher noch. Und ja, auf jeden Fall sehr nice. Sehr nice bis jetzt. Und mal schauen, wie das Ganze auch weitergeht. Und ja, auf jeden Fall. Ich hasse mal diese langen Fahrten, wenn man halt viel fahren muss. Ja, sind wir schon gleich da. Ja, sind schon da. Ist so eine Grenze, okay.
Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen hab. Okay, da wären wir. Hier ist der 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Warum ist das die Formel 1 Autos oder was? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Das sind die Formel 1 Autos von Film. Nice. Aber ich schnell, Alter. Ich werde machen. Egal. Was ist das? Autodiebstahl in Chinatown gemeldet. Einsatzfahrzeug angefordert. Geschwindigkeit hat er schon viel, oder? Schon einiges. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zur Patrouille. Okay. Alter, was ist das für ein Bremsweg? Hilfe! Demoliert. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Aber hallo. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, wenn das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Ah,
Alter Falter, was geht hier ab? Da wieder noch 3 Minuten. Den Motor heiß laufen lassen, ne? Aber da verlieren wir doch Zeit, Mann. Oh, der Wagen zieht nach rechts. Zu spät abgebogen, gar nicht gesehen. Nur noch eine Minute, schaffen wir das. Okay, wir sind an der Grenze angekommen. Oder an die Eingang. Ah, Zeit ist weg. Mission completed. In 10 seconds. Zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine 2 Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hast du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Garten. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. War so klar. Sonst reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Der Konziliere hat gesprochen.
aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Erste Weltkrieg. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Temple-Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt, geht schon mit dem Finger in den zwei reingedrückt. Kennt ihr das immer mit dem Vorfrieren? In den zwei reingedrückt, damit du schnell wirst. Ja, komm. Die Aufstellung steht. Die Wagen sind startbereit. Die Beute ragt davon. Aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Du Bastard! Scheiße! Oh, Alter. Boah, schon voll die Bremssituation vergessen. Oh Gott! Ist das? Hey. Okay. So ein toxischer Fahrer dabei. Muss jetzt aufpassen. Bei den Kurven. Soll das ein Witz sein? Ja. Der neue Herausforderer Tony Angelo ist das Schlusslicht. Du Bastard! Boah, wenn ich dich in die Finger kriege, ne? Wenn ich dich in die Finger kriege. Oh Mann, diese Dreckskurven, Alter. Wenn ich schon links hatte, wäre das gar kein. Wäre ich schon längst vorne. Schon längst. Ja! Du Bastard! Aggressiver Fahrstil von Angelo! Ja, toll. Einige Fahrer drängen jetzt mit Sehr, sehr, sehr realistisch. Sehr realistisch. Du taugst nichts! Deine Mutter taugt nichts, Alter. Kann ich neu starten. Scheiße. Wir sind letzter fast. Aber ein bisschen Schwung mitnehmen. Sehen wir hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Komm, wir schaffen mal. Oh Gott! Soll das ein Witz sein? Das sind einfach nur scheiß Fahrzeuge. Oh, verdammt! Verdammt!
Tony Angelo ist fast an der Spitze und fällt keinen Meter ab. Ich hatte den doch gerade. Willst du mich verarschen oder was? Guck dir das an, Alter. Ach komm, ey. Hör auf, Alter. Hör auf, ey. Hör doch auf, Alter. Am Arsch, Alter. Ja, jetzt werde ich erschossen wahrscheinlich gleich. Ist das unrealistisch, ey. Also, da bremst du komplett runter. So, das kommt nicht mal in die Kurve rein und knallst gegen die Radiosenkante. So sinnlos, Alter. Oh, regt mich das auch, wenn ich so unrealistische Sachen sehe, ne? Kram, Alter. Natürlich starten wir neu. Am Arsch, lass ich doch nicht hier mir den 13. Platz gefallen, Alter. Der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, deine Pause vom internationalen Wettbewerb. Freut mich, hier zu sein. Versuche Nummer 2. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Soll das ein Witz sein? Los geht's, wir sind gut dran. Wir sind gut dran in der Pole. Würde ich so in die Kurve reingehen, würde ich gegen dieses scheiß Heuler abknallen, Alter. Taylor, Anderson, Angelo, sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit.
Komm schon. Wir sind gleich da und dann die letzte Runde. Haben wir es endlich geschafft. Nur einer wird mir gerade richtig tierisch auf den Sack gehen. Du bleibst schön da. Yes. Und da ist die Trophäe. Ja, klasse. Hey, Tommy. Da kommt unser Sieger. Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Tja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur... Ja. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bringe ihn nach Hause. Da sind wir wieder aus dem Lichterfest. Was auch immer. Interessant übrigens, dass wir dieses blaue Auto erstmal hier hingebracht haben, aber dann mit einem roten gefahren sind. Und interessant ist, dass wir Pauli wiedersehen, nachdem er ja angeschossen worden ist an der Rippe. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Nö, der ist wahrscheinlich schon Hacke. Boah, dieser Anzug, den er anhat, der gefällt mir so krass. Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay. Hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis.
Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Polly, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Dann suchen wir mal Polly. Digga, sind ja hier nur Whisky am Saufen, Alter. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und strafrechtlich verfolgt werden. Vielen Dank. Verbrennen, Mann. Haha. Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Ach nee, der andere ist Polly. Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher? Hey, hast du Polly gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Vielleicht ist er da hinten, hey, das ist ja nicht. Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raus. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Polly gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Okay. Tommy! Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen, aber ich habe keine Lust jetzt. Ah ja, egal. Nicht wichtig. Ein englischer Bus. Ich glaube, das müsste da vorne sein, oder? Geht, wenn ihr aufgefordert werdet und haltet euch von illegalen Substanzen fern. Nicht wie letztes Jahr. Nee, das ist ja nicht, oder? Gott sei Dank ist da. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Boah, der ist ja voll dicht, ey. Der ist ja so im Loch. Die Kuh macht Mu und das Huhn sagt Quack. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal wegzeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser. Los, Großer. Da würde ich sagen, fahren wir mal Polly nach Hause und sehen uns dann vor seiner Tür, weil die ganze Fahrt dabei zu sein, denke ich, dass das nicht interessant ist. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Sehen wir uns gleich. Ich hatte... Okay, ja, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom. Oh, zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Vielleicht... Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal. Träum schön, harter Kerl. Ich werde. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Ja, und da haben wir unser Kapitel abgeschlossen und die Trophäe erhalten, Freunde. Held der Nachbarschaft. Fair Play. Und dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Würde ich mich sehr gern freuen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, euer Khalid ist draußen und ciao.